Lieben, wie ihr sicher schon mitgekriegt habt, habe ich meinen Laptop geschrottet. Deswegen wieder mal ein Video ohne Intro, weil ich das Intro nicht mehr habe. Und ja, ich bin aber ab morgen, übermorgen in Berlin. Vielleicht kann ich da ein neues drehen. Und ja, ich war beim Friseur. Deswegen, aus aktuellem Anlass, möchte ich heute mit euch nochmal über Ataxie-Unfälle und Anfälle reden. Die passieren nämlich echt unerwartet. Oder, es passiert was mich durcheinander bringt und dann werden die Anfälle stärker. Nein, ich rede so, ich habe keine Junge. Diesmal war es Liebeskummer oder eher ein seelischer kleiner Unfall und ich war halt unkonzentriert. Wollte eigentlich nur eine Serie gucken, ein bisschen rund und komme ein Glas Hugo trinken und hab dann das komplette Glas Hugo über meine Tastatur geleert und dann waren halt 1800 Euro Laptop futsch. Mein ganzer Kram für den Workshop futsch. Alle meine YouTube-Videos futsch. Mein Intro futsch. Muss ich in Berlin neues drehen, wenn es geht. Dann meine Bücher. Weiß ich noch nicht, weil ich weiß nicht, wie es dem Stick geht. Das wäre arg ärgerlich, weil daran habe ich mein halbes Leben geschrieben. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Ein bisschen Kram, ein bisschen am Vorbereiten, weil wir übermorgen nach Berlin fahren und da gehe ich aufs erste Konzert und feiere dann wahrscheinlich dort auf dem Konzert oder danach in meinen Geburtstag rein, also am 28. aufs Konzert und am 29. werde ich dann 22 und ja, da freue ich mich drauf, wenn es klappt und ja, also ihr seht, ein ataxischer Unfall, weil viele immer sagen, ja, du zitterst dann halt ein bisschen, ist so nicht schlimm. Nein, dieses Zittern kann, wie ihr merkt, ziemliche Folgen haben. Meine komplette Workshop-Arbeit ist weg. Ich soll meinen Workshop online machen, per Videokonferenz. Weiß nicht, wie ich das machen, weil ich keinen Computer mehr habe. Ich muss mir ohne Gehalt einen neuen Computer zulegen, der allerdings ziemlich taugig mit Schneiden und Schreiben und brauche auch viel Speicherplatz wegen meinen Videos. Das heißt, es wird teuer. Allerdings habe ich noch keinen Job und kein Geld. Deswegen steht es noch ein bisschen in den Sternen, wann ich meinen neuen Laptop kriege. Juhu! Und das alles wegen einem nicht epileptisch, so schlimm war es nicht, wegen einem ataxischen Anfall.
Also, das heißt für euch, die nächsten paar Monate gewöhnt euch an meine neue Frisur. Und ja, bis dann mein nächstes Video mit Intro kommt, weiß ich noch nicht. Bis dahin erstmal tschüss. Und noch, wenn ihr habt, schöne Restferien. Tschüss.